So, heute reagieren wir wieder auf einen YouTuber und zwar auf Cedric Sämert. Er hatte sich in den Kommentaren gewünscht, beim Nairoi Football Video, sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche, dass ich auch mal auf seinem Kanal reagiere, beziehungsweise ihm Feedback zu seinem Kanal gebe. Im Titel steht zwar jetzt Ansage, aber das ist halt eigentlich nur, dass ich auf seinen Kanal reagiere, Sachen sage, die ich positiv finde und Sachen sage, die ich halt negativ finde. Also erstmal muss ich sagen, dass mich dieser Kanal sehr positiv überrascht, weil ich habe jetzt nicht viel von dem Kanal erwartet, weil ich halt eigentlich nicht viel von solchen Fankanälen halte. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt kein Schalke-Fan, deswegen würde ich ihn mir privat wahrscheinlich nicht so oft anschauen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall abonniert, weil mir der Content, den er macht, sehr gut gefällt. Ich habe mir auch einige Videos angeschaut und ich muss sagen, dass das sehr gut aufgebaut ist. Ich meine, er hat ein klares Thema, das ist der FC Schalke 04. Und ich denke, alle Schalke-Fans können sich diese Videos sehr gut anschauen. Also wenn ich Schalke-Fan wäre, beziehungsweise ich bin ja Hannover-Fan, wenn dann jemand solche Videos zu Hannover 96 machen würde, würde ich mir sie auf jeden Fall anschauen. Ich würde aber aufpassen, dass die Videos jetzt nicht zu lange sind, weil mir fällt halt manchmal auf, hier zum Beispiel 19 Minuten, 58 Minuten. Ich denke, selbst als Schalke-Fan kann man sich solche langen Videos nicht anschauen. Ich würde dir da eher raten, deine Videos maximal 10 Minuten, 8 Minuten lang zu machen, weil solche Videos wie die, die 39 Minuten geben, sind, da bin ich gar nicht der Typ für und ich denke, die werden sich auch nicht viele anschauen. Gut, von den Klickzahlen sieht es jetzt ganz gut aus, aber das wäre jetzt einfach mein Tipp so an dich. So 8-minütige Videos kann man sich gerne geben. Du bist ja auch eigentlich ein interessanter Typ und die Sachen, die du erzählst, sind selbst für Leute, die nicht Schalke-Fans sind, eigentlich ganz interessant. Also das ein oder andere Video kann ich mir auch gut und gerne geben, auch wenn ich kein Schalker bin. Das heißt, eigentlich bin ich sehr positiv überrascht von diesem Kanal. Also da kann ich nicht viel Kritik aussprechen. Wie gesagt, ich würde halt einfach dir raten, die Videos ein bisschen kürzer zu halten. Dann würde ich dir raten, dich manchmal ein bisschen besser darauf vorzubereiten, was du sagst. Denn so könnte man die Videos halt einfach noch ein bisschen verbessern. Man merkt manchmal, dass du dich versprichst oder so. Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber es gibt auch noch einige Dinge, an denen man arbeiten kann. Dann wird der Kanal, wie gesagt, würde der Kanal noch besser werden, als er sowieso schon ist. Aber sonst muss ich sagen, ja, finde ich das hier sehr gut gemacht. Alles, die Thumbnails sehen gut aus. Es ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich denke, mehr muss es gar nicht sein. Die fand ich jetzt nicht so gut, weil es halt immer das Gleiche war. Aber die Thumbnails, die du jetzt machst, finde ich eigentlich auch gut. Der Kanal ist gut geordnet. Man sieht hier auch die Kanalübersicht. Hast viele Playlists. Also, ich denke, als Schalker, wenn ich hier ein paar Schalker-Fans in der Community habe, guckt euch das gerne an. Ich weiß nicht, du wirst das Video bestimmt auch sehen. Du kannst ja mal in deinem Kanal darauf reagieren und mir dann vielleicht auch einfach mal auf meinem Kanal reagieren. Dann kannst du mir deine Meinung zu meinem Kanal sagen und wir können uns da gegenseitig ein bisschen austauschen. Aber das war es eigentlich mit diesem Video. Vielleicht mache ich auch noch ein Video zu diesem Kanal, wo ich den Kanal dann noch genauer unter die Lupe nehme. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und ja, mach so weiter. Das war's mit dem Video. Ciao, ciao.